Okay, dann sieh halt nach. Los, bitte. Ist das denn erst? Warum soll ich denn da immer nachgucken? Vielleicht ist ein Stück Scheiße aus dem Flugzeug gefallen oder ist jetzt hier gelandet. Weiß ich doch nicht. Ich will da nicht gucken gehen. Ach komm, ey. War die Eule da vorhin auch schon? Alter, das Vieh ist am Fenster. Warum? Da ist nichts. Dein Telefon! Was? Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, erst kam halt das Fenster. Oh, verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Oh. Oh. Hey! Ja, Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Geh wieder rein! Das sind ihre Abschlussworte. So eine Scheiße! Glaubst du wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert? Ich glaube, die ist tot. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Wir sollten es rausfinden. Alter. Ja. Daraus, Josh sah wirklich erschrocken aus bei der Seance. Ja, ich meine, er sah aus, als hätte er sich im Griff, aber... Hätten wir lieber nicht über seine Schwestern reden sollen? Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, aber nicht so. Nicht wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel. Es geht irgendwie so schnell, ne? Man hat jetzt überhaupt keine Zeit, da irgendwie mehr drüber nachzudenken irgendwie. Ne, ist egal, machen wir einfach mal weiter. Wir gehen in die Bibliothek auf jeden Fall jetzt, um uns da vielleicht ein bisschen... Nochmal anzugucken, der Geist. Oh mein Gott! Alles okay? Ich glaube schon. Alter. Da. Was? Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Oh Gott, drück lieber nicht drauf, Mann. Wow, Band geht auf. Kopf explodiert. Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Washingtons, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon. Das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Nee. Du gehst. Vielen Dank. Oh, Gott, ey. Sinnloser Knopf. Auf jeden Fall. Ich gucke mich hier gerade mal kurz ein bisschen um und schaue mal, ob hier noch irgendwas noch ist. Chris erinnert mich übrigens sehr stark an Daniel Hartwig irgendwie. Frage mich nicht, warum. Klingt komisch, ist aber so. So. Warum? Boah, das ist eine Spinne. Bah. Hinweisfoto. Porträt. Was? Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre, 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Beth gewartet. Heilige Scheiße.
Ja, ehrlich, natürlich. Hallo? Hey, Ash, ich will nicht, dass du durchdrehst, aber sieh mal hier. Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Ich hoffe, dass wir da überhaupt jemals lebend ankommen werden. Die Spinne war echt ekelhaft. Warum ist da gerade die Tür aufgegangen? Oh, was war das? Hallo? Das ist echt unlustig. Ist da wirklich jemand hinter Hannah und Beth her? Wenn ja, dann wäre das wirklich beschissen. Okay, rausgehen sollten wir nicht, oder? Können wir auch nicht. Okay. Oh Mann. Also, ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief, wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass ihr irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Da war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und sie war von diesem Sergeant. Und er sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen. Und er könne nichts machen. Was meinst du? Es hat geklungen wie eine Warnung. Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Und da war der irre Psychobrief. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Hörst du das? Es war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Josh! Willkommen! Halt durch! Was ist los? Lass mich rein! Ashley! Ich werde... Was ist hier los? Ash! Wer ist das? Boah, wer bist du, Alter? Dem denn los? Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst und magst. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Josh, Sam. Sam. Ja, ist ja klar. Als ob die alte, also ganz ehrlich. Oh, das ist schwierig. Chris ist auf jeden Fall ein cooler Typ, Ashley ist aber auch super. Boah.
Ich gehe einfach mal mit Ashley. Ich mag Mike am liebsten. Ich mag Jessica am liebsten. Ja, es ist, beide sind eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ja, keine Ahnung. Wir nehmen Mike. Komm. Den haben wir jetzt die ganze Zeit gespielt. Nehmen wir den einfach mal. Der Blick von dem, Alter. Guck mich nicht so an. Was ist denn mit dir los? Ja. Bloß nicht die Alte. Ja, pass auf, die überlebt am Ende dann bei uns. Das ist jetzt Ausscheidungsverfahren, ne? Jetzt ist es, zwei Stück, die wir vorher nicht gewählt haben. Ja, komm, Chris. Jetzt sag mir, bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Emily. Ein bisschen biestig für dich, nicht wahr? Oft wird mangelndes Selbstvertrauen überspielt mit einem Übermaß davon. Denk drüber nach. Klingt das nicht ein bisschen nach dir? Oh. Ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon um. Oh. Wir sehen uns bald wieder. Schade. Schade. Ey, diese Figur, die da hängt, ne? Warum? Warum macht die sowas? Was bisher geschah bei Until Dawn? Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. S. I. S. T. Schwester? Frag, wessen Schwester? Josh, das ist bestimmt... Welche Schwester ist es denn? Ah! Lauf! Ah! Ah! Oh mein Gott! Ash! Hey! Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Loyalität. 7 Stunden bis zum Morgen. Oh fuck, mein Fuck! Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was so eine gute Idee ist. Wegfolgen, Abkürzung riskieren. Wir müssen schnell handeln. Wir versuchen die Abkürzung zu riskieren. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Verdammt! Jess! Jessica! Fuck, fuck, fuck. Jessica! Das ist keine gute Idee, ne? Runterspringen, herumgehen, runterspringen bringt nichts. Wir krachen da voll ins Nichts einfach. Ist nicht gut. Wir gehen normal runter. Auch wenn das Ewigkeiten dauert, das ist scheiße. Ah!
Weiter, weiter! Boah, Alter! Huh. Das war knapp. Komm schon. Balancieren, springen. Balancieren. Ah, scheiße, es ist alles glatt, ne? Es ist eigentlich nicht so eine gute Idee. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So gut. Okay. Sehr gut. Runterrutschen, Weg folgen. Eigentlich kann da unten noch nicht viel passieren, oder? Das sieht eigentlich relativ safe aus. Boah. Komm schon. Na los, Mikey Boy, komm schon. Hey, unsere Lampe. Nice. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Sehr gut. Jessica! Ich will das ehrlich gesagt nicht erkunden hier gerade, ne? Aber wir müssen. Jessica, ich komme! Für Jessica müssen wir es erkunden. Elevator, hier runter. Oh Gott. Jessica! Oh nein, Totem. Totem. Führungstotem. Schon wieder. Totem. Okay, komm. Wieder in die Mine. Da waren wir ja schon mal drin. Jessica! Und ich glaube, Jessica ist hier gestorben, ne? Oder? Laut dem Totem. Oh nein! Michael! Jess! Ist das Musik, die da läuft? Verarschen, Alter. Nein! Oh Gott! Jessica! Oh Jessica! Nein, Jessica! Sicher, schnell. Schnell, komm. Shit. Fuck. Wir probieren es nochmal schnell, komm. Yes. Springen, komm schon, hangeln. Komm schon, komm zu Papa. Hangeln, komm. Fuck. Das kann doch nicht wahr sein. Okay,
Okay, wir probieren es. Lass es uns sicher probieren, komm. Okay. Klettern, okay. Klettern, klettern, klettern. Yes! Erinnert mich gerade ein bisschen an Uncharted, Shit. Ne? Ist er das? Und Nathan Drake erinnert mich gerade ein bisschen. Was? Scheiße! Komm, komm schon! Komm schon, du blöder Schrott! Nein, 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 shit! Okay. Oh, nee. Okay. Ganz ruhig. Nicht so schnell, Cowboy. Nee, ey. Komm. Nicht sowas jetzt, bitte. Nicht eine dunkle Mine. Fuck, das war's. Komm schon, komm schon. Lass es aus. Lass es aus. Lass es aus. Scheiße. Was ist das für eine Bude? Alter, da geht der Typ hin. Seht ihr das?